schwarzen Station wart. Hallo, meine lieben Leute. So, da sind wir jetzt wieder. Vorsicht, Duke. Autsch. Mussten die all diesen Schrott bauen? Pass auf, sonst wirst du erschlagen. Also, ducken oder schießen? Dann ducke ich mich doch lieber, ne? Ja, unheimlich hier. In diesen Tunnels musst du immer aufpassen. Eine Sekunde unaufmerksam, dann bist du tot. Da gab es diesen Vorfall. Nur seine Stiefel blieben übrig. Na super, danke schön. Hör zu, wir kommen bald an der Station an. Sie sollte verlassen sein, aber sei auf alles gefasst. Licht, hier muss jemand sein. Erledige ihn, Option. Schließ die Tore. Das ist der Start. Jetzt müssen wir schnell hier rauskommen. Oh oh. So. Dranbleiben! Oder ich sehe ja keinen. Puh, Gott sei Dank, dass Sie keinen Wagen haben. Sonst hätten Sie uns in diesem Tunnel erwischt. Oh oh. Was ist denn das? Doch auch immer. Haben Sie in die Luft gejagt? Oh, Scheiße, was war das denn jetzt? Dranbleiben! Ach, Kacke! Ach, Kacke, Mann. Ich hab da nun gar keinen Bock drauf, jetzt hier in den Dunkeln um zu eiern. Ne? Oh, also, wenn das ernsthaft wäre, würde mir der Arsch jetzt auf Grundeis gehen, aber wirklich. So, was kommt denn jetzt? Das ist der Bau. Ich habe so viel davon gehört. So sieht es also aus. Oh, oh, hier knurrt doch irgendetwas. Oh, oh, oh. Nosalis, töte sie, sonst kommen wir nie hier raus. Oh nein, 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 nein! Oh fuck! Oh fuck, was mache ich jetzt? Oh fuck! Oh Scheiße! Nein, 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 nein! Ach, nö! Jetzt bin ich im Arsch. Ach. Oh, Kacke, Mann.
So, aber jetzt muss ich erstmal gucken. Und welche Richtung muss ich jetzt eigentlich? Alles klar. So. 6 Schuss, 84 Schuss insgesamt. Gut. Okay. Jetzt soll ich hier wohl durchkriechen, wa? Oh Mann, ey. Nach Babels Tod war ich allein. Irgendwie musste ich die schwarze Station erreichen, Ullmann treffen und mich von ihm zur Polis bringen lassen. Okay. Das wird wahrscheinlich noch ein ganz... Komm, hau ab, diese blöden Spinnen hier. Eklig. Und retten hier auch noch. Okay, das ist ein grüner. Ein Mensch, aber wie? Komm her, schnell! Man sieht selten einen Menschen in diesen Tunnels. Sprich mit dem Hauptmann. Wir stecken hier. Ich weiß nicht, was du hier draußen machst, aber ein weiterer Schütze ist immer willkommen. Der Weg zur Station ist gesperrt, bis die Evakuierung abgeschlossen ist. Mach dich kampfbereit. Nimm alle übrige Munition aus dem Lager. Du bist jetzt einer von uns. Wir nennen unseren Trupp Kinder des Untergrunds. Okay. Freunde, wir müssen den Feind ein paar weitere Minuten aufhalten. Ich will nicht lügen. Dies wird kein schöner Kampf. Aber denkt an unsere lieben Niederstation. Jede Bestie, die unsere Linie durchbricht, wird ihnen keine Gnade zeigen. Also, jetzt sichern und laden. Zeigen wir diesen Freaks, wie echte Menschen kämpfen! Ja! Oh, 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 oh! Scheiße! Sie sind jetzt in der Nähe! Kein Licht mehr! Ruhig bleiben! Oh, oh, da kommt was! Jetzt. Aufstehen! Alle in Ordnung? Wir haben Verluste! So ein schöner Tag heute. Gar nicht langweilig. So, nu? Verdammt, 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 verdammt! Was kommt denn da jetzt? Wir sind alle erledigt! Kämpfte Feiglinge! So, was soll ich denn jetzt hier eigentlich machen? Die Ranger des Ordens widmen sich dem Schutz allen menschlichen Lebens in der Metro. Sie sind an keiner politischen Gruppierung oder Regierung orientiert. Stattdessen sind sie mit der Polis im Bund. Okay, gut.
Oh oh! So, dann. Kacke, Mann! Alter, was kommt jetzt? Es sind zu viele Mutanten durchgekommen. Bolis muss gewarnt werden, aber meine Tage sind gezählt, wie du sehen kannst. Ich habe einen wichtigen Auftrag für dich. Gehe zu unserer Funkstation. Kontaktiere Bolis und sende die Notmeldung, die ich vorbereitet habe. Viel Glück, Bruder. Okay, ich nehme an, dass ich jetzt... warte mal, er hatte doch jetzt eben gerade... Ja, ich sehe jetzt hier überhaupt nichts. Ah, Eintrag 1. Hier fühle ich mich wie zu Hause an der Messe. Die Leute hängen an ihrer Station genau wie wir, an ihren einfachen Heimstätten, ihrem bedeutungslosen Leben im Untergrund und die trostlose Zukunft, als wenn es für sie noch Rettung gäbe. Alles umsonst. Ich kann nur hoffen, wir können nur hoffen, dass es noch einen kleinen Aufschub gibt, bevor wir alle im ewigen Schatten enden. Und trotzdem geben sie nicht auf. Ich wollte auch gehen. Ich sollte auch gehen. Die Zeit wird knapp. So, ich nehme an, dass ich jetzt... ...hier entlang muss. Och, Kacke. Kann ich das Ding hier benutzen und losfahren irgendwie? Ah, wohl eher weniger, ne? Gut. Oh Gott, ey, ich hab so einen Schiss, ey.
Ah. Scheiße, wo kommt das Vieh her? Ah, fuck, ey. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt eigentlich hin muss, in welche Richtung ich jetzt laufen muss. So, was war das hier eben gerade jetzt? Achso, die Glocke hier. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung ich muss. Nee, hier kann das nicht richtig sein. Das kann ja nicht richtig sein. Oder vielleicht hier rein? Warum mache ich eigentlich immer mit dem Feuerzeug? Ich habe doch hier eine Lampe, Herrgott. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung ich jetzt muss. So, hier war ich jetzt eben gerade schon. Also. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung ich jetzt rennen muss. Gut, dann gehe ich jetzt mal. Dann gehe ich jetzt mal. Einfach mal hier entlang. Keine Ahnung, ob das richtig ist, aber... Ist es nicht? Gut. Oh. Okay. Scheiße. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt längs ran muss. Okay, ich gehe einfach hier entlang und hoffe, dass es richtig ist. Nein, hier ist es auch nicht richtig. Och, Kacke, Mann, ey. Scheiße, bin ich... Ach, fuck, bin ich nicht von hier gekommen? Ach, ich will doch diese verfickte Waffe hier haben, Herr Gott. Was war das jetzt eben gerade?
Oh, bloß weg hier, ey. Scheiße, ey. Ich hab keine Ahnung, wo ich jetzt längs muss. Ach, gehen wir mal hier hin. Oh, hoffentlich habe ich das hier endlich geschafft. Onkel, Onkel, komm schon, steh auf. Wir werden gefressen. Bitte, wach auf. Warum schläfst du noch? Lass uns zu Mama gehen. Du hast gesagt, du bringst mich zu Mama. Du hast es versprochen. Hau ab, lass mich in Ruhe. Mama hat gesagt, ich soll nicht mit Fremden sprechen. Bitte, Onkel, bist du verletzt? Sag etwas. Er wacht nicht auf. Ich glaube, er ist tot. Er ist tot, oder? Wie komme ich jetzt nach Hause? Du nimmst mich mit? Ich kenne dich gar nicht. Aber wenn nicht, werde ich wohl von den Monstern gefressen. Du hast eine Waffe? Okay, dann sollte ich wohl mit dir gehen. Du kannst Monster erschießen, oder? Okay, mein Name ist Sascha. Du schießt und ich gebe dir Rückendeckung. Ich hasse es, meinen Onkel hier zu lassen. Ich habe meinen Onkel besucht. Er wollte mich nach Hause bringen, als die Monster kamen. Sie sprangen ihn an. Er begann zu schießen, aber dann hat ihn ein großer Nosalis ins Genick gebissen. Aber Onkel ist wirklich stark. Er hat ihn mit dem Messer getötet. Du siehst nicht so stark aus wie Onkel. Ich werde dir helfen müssen, sonst werden wir beide gefressen. Oh, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein, dass ich jetzt hier auch noch hier ein Kind aber auch mitschleppen muss. Ich merke auch schon, dass jetzt meine Bewegung hier triggert. Also ich habe ihn wohl hinten auf dem Rücken oder so. Oh nö. Da habe ich noch gar keinen Bock drauf, ey. Leute, das war jetzt doof. Das ist doch jetzt doof, Leute. Oh nee, das ist ja jetzt blöde. So, ich beende hier erstmal den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.